ich grüße euch. In diesem Kurzvideo möchte ich folgende Frage klären. Kann ich meine bestehende Risikolebensversicherung kündigen, wenn ich im Netz auf dem Markt was Besseres, was Preisgünstigeres gefunden habe? Bleibt dran, die Antwort gibt es gleich in Kürze. Vor ein paar Tagen, genau hier an dieser Stelle in meinem Büro, hatte ich folgendes Kundengespräch. Es kam jemand rein, brachte seinen kompletten Versicherungsordner mit, breitete diesen auf meinem Tisch aus und fragte mich, ob ich denn mal alles für ihn abchecken könnte. Klar, habe ich gesagt, ist ja schließlich mein Job. Also fing ich an, in seinem Ordner rumzublättern und relativ schnell kamen wir auf seine bestehende Risikolebensversicherung. Ich weiß es noch genau, er hatte 100.000 Euro abgesichert über eine Restlaufzeit von 27 Jahren. Und zahlte dafür 18 Euro im Monat. Das Ganze war für eine bestehende Baufinanzierung. Er fragte mich dann, ob ich das denn besser, günstiger könnte. Ich sage aus dem Stegreif heraus, kann ich dir das jetzt so nicht sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist jetzt nicht günstig. 18 Euro hört sich zwar nicht viel an, aber du bist Nichtraucher, das wusste ich. Vom Gefühl her würde ich sagen, ja, ich kann es besser. Habe dann seine Daten aber komplett genommen, in meinen Rechner eingegeben und habe mal geschaut, was ich da so preislich machen kann. Es kam ein Preis raus von 6 Euro im Monat, also ziemlich genau ein Drittel von dem, was er heute zahlt. So, das sind erstmal die Fakten und dann fragte er mich, ja, kann ich denn die bisherige Risikolebensversicherung, die ich habe, kündigen? Und genau darum geht es jetzt. Ich bin nie ein großer Freund davon, sofort alles zu kündigen, sofort einen Schlussstrich zu ziehen, das bisherige, was der Kunde so hat, an Verträgen schlecht zu reden. Ich denke, man sollte erstmal einen genauen Blick hinter die Kulissen werfen, um sich dann final ein Urteil zu bilden. Was haben wir in diesem konkreten Fall gemacht? Wir haben also nochmal genau gecheckt, gibt es irgendwelche Unterschiede zu dem, was er bisher hat und was ich ihm angeboten habe? Passt die Todesfallsumme? Ist die Laufzeit identisch? Oder hat er vielleicht irgendwelche Gimmicks in seinem bisherigen Vertrag, die ich überhaupt gar nicht berücksichtigt habe? Was kann das sein? Zum Beispiel eine Vorableistung bei einer schweren Erkrankung. Das bedeutet, wenn einem eine harte Diagnose gestellt worden ist und der Arzt sagt, hey, du hast nur noch eine Lebenserwartung unter 12 Monate, dann kann man eine Todesfallsumme auch noch zu Lebzeiten bekommen. Die sollte man dann idealerweise dafür nutzen, um vielleicht irgendwie eine Operation in Angriff zu nehmen oder irgendwie eine Therapie zu starten, die in Deutschland vielleicht noch gar nicht möglich ist und von den gesetzlichen Kassen noch nicht bezahlt wird. Das ist so der Hintergrund der Geschichte. Das war bei dem Kunden aber definitiv nicht der Fall. Also wir hatten identische Produkte. Ich konnte ihm letztendlich eine Ersparnis von 12 Euro monatlich anbieten. Das hat über die Dauer letztendlich fast 4.000 Euro ausgemacht und da war der Kunde dann wirklich auch stark interessiert, den Schutz zu wechseln. Haben wir dann im Endeffekt auch so durchgezogen, aber ganz wichtig an der Stelle nochmal, wir haben erst den neuen Antrag gestellt, wir haben erst darauf gewartet, bis quasi die Police erstellt worden ist, bis die neue Gesellschaft gesagt hat, ja, lieber Kunde, wir wollen dich haben. Und erst dann haben wir die Kündigung der bisherigen Versicherung ausgesprochen. Das ist ganz wichtig. Ich denke, das ist ein sauberer Cut. So sollte man letztendlich mit dem Kunden umgehen. Genau. Nachteile hatte er auch wirklich nicht, weil er hat auch keinen Kapitalaufbau in dieser Police betrieben. Das heißt, Ansparkapital gab es eh nicht. Von da an, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich in der Hinsicht auch keinen Nachteil, um diesen Switch dann letztendlich durchzuführen. Kleine Randnotiz noch, das muss man wissen, wenn man heute eine neue Versicherungspolice abschließt, dann hat man in den ersten 3 Jahren meist keinen Versicherungsschutz bei einem Selbsttötungsversuch, aber das hat der Kunde auch nicht vorgehabt. Aber der Hinweis ist wichtig an der Stelle, sollte nicht ganz unerwähnt bleiben. Ja, damit war der Wechsel vollzogen. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem kleinen Tipp oder mit dieser kleinen wirklichen Erzählung, die bei mir stattgefunden hat, was anfangen. Das Video gefallen, dann lasst mir doch bitte ein Like hier unten, abonniert meinen Kanal, ich werde den peu à peu weiter ausbauen. Hat mich sehr gefreut, habt eine schöne Woche und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao.